Unsere Abschlussfragen bei Memoro. Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben? Also bereuen ist ein starkes Wort. Intendiert so ein bisschen oder beinhaltet, dass man wirklich eine schlimme Verfehlung begangen hat, die man wieder gut machen müsste, aber nicht kann. Ich würde vielleicht lieber das Wort bedauern verwenden. Und dann kann ich sagen, ja, schon, ich bedauere schon ein Stück, dass ich an bestimmten Weichenstellungen nicht den Mut hatte, größere Veränderungen zu vollziehen. Dann kann man natürlich immer sagen, okay, wenn du das gemacht hättest, wären dir andere Abzweigungen, die du genommen hast, verwehrt geblieben, die auch nicht uninteressant waren. Aber natürlich habe ich schon immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, auf ewig München, auf ewig Volkshochschule, muss eigentlich auch nicht unbedingt sein, habe das auch durchaus ernsthafter weiterverfolgt. Aber ich habe jetzt relativ wenig Privates erzählt von den späteren Jahrzehnten, ich sage jetzt mal von Kindheit und Jugend abgesehen. Und dann muss man einfach sagen, wenn es bestimmte persönliche Entwicklungen gibt, wie Scheidung, schwierige Kontakt zum Kind oder sagen wir mal die Gefahr, dass so ein Kontakt abreißen könnte oder auch die Tatsache, dass man nicht immer ganz gesund gewesen ist, dann ist das zumindest eine Erklärung dafür, weshalb man dann manchmal irgendwie der Sicherheit den Vorzug vor der Ungewissheit und vor dem Wechsel gegeben hat. Und ja, das ist etwas, was einen dann mit 60 plus ein bisschen beschäftigt, ob man da nicht die andere, eine oder andere Chance oder Weggabelung hätte anders nutzen sollen. Aber das ist müßig, da weiter drüber nachzudenken. So ganz schlecht ist es mir mit meinen Entscheidungen nicht gegangen. Haben Sie noch Pläne jetzt zu gehen? Ja. Pension vielleicht? Ja, sicher habe ich noch Pläne. Also ich habe ja vorhin gesagt, so beruflich ist meine Perspektive, dass ich ganz gerne dieses Projekt mit dem historischen St. Martin-Spital zu einem guten Abschluss bringen möchte. Und ich werde aber auch über meine Verrentung hinaus, ich plane so eine Verrentung in Schritten. Also in anderthalb Jahren etwas weniger und dann in dreieinhalb Jahren mit dem Rückzug ins alte St. Martin-Spital dann die berufliche Laufbahn ganz zu beenden. Aber ich werde mit Sicherheit die Dinge, für die ich mich jetzt engagiere, nämlich zum einen mein umweltpolitisches und ja auch parteipolitisches Engagement, wenn mich die Grünen in Zukunft nicht allzu sehr enttäuschen sollten, werde ich das in der einen oder anderen Weise weiterführen. Und ich möchte auch an meinem Wohnort, an dem ich jetzt seit 15 Jahren bin, in Dorfen im Landkreis Erding, mich zukünftig engagieren, auch im Bereich der Geschichtsarbeit. Das passt eigentlich ein bisschen zu dem, was wir jetzt heute machen, hier auch mit diesem Zeitzeugen-Interview. Mein Motto ist irgendwo immer, es nützt nichts, sich mit Geschichte zu beschäftigen, wenn man daraus irgendwie keine Rückschlüsse und keinen Gewinn für die Zukunft zieht. Also man muss im Prinzip aus der Geschichte Zukunft machen. Und das ist ein bisschen ein Plan, den ich habe für das Rentendasein, das auch an meinem Heimatort umzusetzen. Wie genau, da will ich jetzt irgendwie nicht allzu viel dazu erzählen, weil es müssen ja dann immer auch Entscheidungen getroffen werden, die sowas dann realisierbar machen. Haben Sie Empfehlungen für jüngere Menschen, für die Enkelkinder, Kinder? Weil das klingt dann irgendwie immer ein bisschen trivial, aber Chancen, die sich einem bieten, auch zu ergreifen, durchaus vielleicht mutiger zu sein,
einer bestimmten Weggabelung, wobei ich den Eindruck habe, dass die jüngeren Generationen, jetzt mal beginnend von der Millennium-Generation, wo beispielsweise mein Sohn dazu gehört, und bei dessen Töchtern weiß man auch noch nicht so genau, wie sich das entwickeln wird, aber die jetzigen jüngeren Menschen haben sowieso eine viel größere Bereitschaft, sich Veränderungen hinzugeben, häufiger mal einen beruflichen Wechsel vorzunehmen. Und erfreulicherweise haben wir im Augenblick auch eine arbeitsmarktpolitische Situation, die das möglich macht. Also das ist ja wirklich toll, dass es nach vielen Jahrzehnten, wo wir sogenannte Arbeitgeber-Arbeitsmärkte hatten, jetzt Arbeitnehmer-Arbeitsmärkte haben, die den jungen Menschen einfach auch die Chance geben, mal mehr für sich rauszuschlagen oder sich auch stärker auszuprobieren und häufiger mal Wechsel zu vollziehen oder auch zu sagen, ich muss nicht irgendwo jetzt mich darauf einstellen, für den Rest meines Lebens volle Pulle, 40 Stunden plus, irgendwie einen bestimmten Job zu machen, sondern ich kann bestimmte Dinge erproben. Und da kann man die jungen Leute eigentlich nur dazu ermutigen, diese Chancen auch stark wahrzunehmen. Last but not least, wofür sind Sie dankbar? Ich bin dankbar, in einer Gesellschaft leben zu dürfen und auch meine berufliche Laufbahn in einer Gesellschaft und auch bei einem Arbeitgeber habe durchlaufen zu können, der es einem verzeiht, wenn man mal schwächelt. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, die eine marktwirtschaftliche Gesellschaft ist mit einer sozialen Komponente. Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele Menschen heutzutage irgendwie überhaupt nicht mehr vergegenwärtigen, dass wir eine Gesellschaft sind, die auch Schutz bietet. Ich ärgere mich über viele sozialpolitische Entwicklungen, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Aber gleichzeitig muss man sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die einen auch in gesundheitlichen Krisen, die einen auch in sozialen Krisen, die einen in familiären Krisen nicht sofort ins Bodenlose fallen lässt. Und da bin ich sehr froh, wenn ich mir verschiedene stramm neoliberal konservative Gesellschaftsmodelle wie etwa in den USA oder wie beispielsweise in Chile oder zunehmend auch in England anschaue, dass wir hier ein bisschen weicher fallen in der Regel. Ich habe das nicht besonders intensiv wahrnehmen müssen, diese Absicherung. Aber das Gefühl zu haben, es gäbe sie, das finde ich, dafür kann man dankbar sein und man muss sehr dafür kämpfen, dass das so bleibt. Dann sage auch ich danke. Sehr gerne.